I wanna be daylight in your eyes. I wanna be. Oh, Freunde, ihr seid auch schon hier. Ja, dann höre ich mal besser zum Singen auf. Und schreibe mal hier ganz flott den Namen rein. Warum ganz flott? Weil es schon ziemlich spät ist. Relativ, also spät. Fürs Aufnehmen eigentlich schon zu spät. Es ist schon 17.06 Uhr gerade bei mir. Und deswegen wird diese Folge auch nicht mit Musik hinterlegt sein. Denn das würde mir sonst alles hier zu lange dauern. Es war schon knapp, dass ich überhaupt zum Aufnehmen komme, nur ich kann euch hier nicht enttäuschen, so. Mit so einem fetten Sieg. So lecker Boss. Hammermäßig und so, Freunde, wisst ihr, wie das ist? So monstermäßig, cool. Natürlich in der Aufstellung fehlen 27,5 Spieler. Aber das kennen wir schon, dafür ist Verfahren nicht wirklich fit, aber ich habe keine andere Lösung außer ihn. Und hier haben wir Salai, der spielen kann. Piquet ist auch wieder fit, der wird hier stehen. Und Matip wird hierher kommen und hier ist ja richtig was los, Freunde. So, weiter geht's zum Training, denn es wird heftig trainiert, weil Baum, also ich finde, viel besser kann man so das halt nicht beschreiben, so seine Gefühle und alles, da gehören halt Wörter sozusagen hin, die hingehören. Ja, übrigens, wie ihr mitbekommen habt, ist ja, gestern ein Pokémon Gold Part wieder gekommen, das heißt, logischerweise, dass Pokémon Gold wieder online kommt und ja, was bedeutet das für euch? Ein Upload-Plan oder so? Mache ich jetzt nicht direkt, weil für zwei Projekte ist jetzt nicht so wichtig. Aber für die, die es wissen wollen, OSMs wird wie immer meistens täglich kommen. Und na, vielleicht gebe ich es doch zum Hintergrund. Ich muss noch schauen. Nee, ich habe keine Zeit dafür. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja. Also Pokémon Gold kommt dann jeden zweiten Tag. Das heißt, gestern war Mittwoch, gestern kam es das erste Mal. Heißt so viel wie Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Diese vier Tage. Und dazwischen, also Dienstag, Donnerstag und Samstag, da ist sozusagen frei aus der OSM. Eventuell kommt ja ein zweites Projekt. Ich hätte ja extrem Bock, wenn ich Pokémon Retro spiele, hätte ich extrem Bock auf Super Mario 64. Richtig geil, habe ich mir jetzt erstmal wieder älteres Let's Play von einem anderen YouTuber angesehen, der damals Super Mario Let's Play hat, ist schon ziemlich lang her, also 2-3 Jahre. Und ja, und ich hätte so richtig Bock auf dieses Spiel. Aber Leute, so ist das Leben. Ich kann nicht nur Retro-Spiele spielen, deswegen sollte jemals hier ein zweites Projekt dazukommen, also eigentlich ein drittes sozusagen, dann nur etwas Neueres. Was mich hier jetzt mal interessieren würde, wäre am Spielplan. Spielen wir nochmal gegen den FC Bayern München. Wäre ja ganz interessant. Ja, tatsächlich spielen wir nochmal. Das heißt, Meistertitel wäre theoretisch noch drinnen, wird aber ziemlich, ziemlich schwer. So ein bisschen Angst und so weiter haben wir dann schon. Denn es kommen noch ein paar harte Gegner. Und ja. Ja. Pokal sind wir nicht mehr dabei, für die, die es wissen wollen. Aber wie schon gesagt, sonst ist noch ziemlich viel möglich. Und wir haben so viel Kohle, 53 Millionen. Ich hau da jetzt einfach mal. Achso, ja. Wir sind ja nicht mehr Ticketinhaber. Wir können ja gar nicht suchen. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Aber wir können am Transfermarkt schauen. Und wenn nicht, kaufen wir jetzt irgendwann mal den Transfermarkt einfach leer und fertig. Und ja. So ist das Leben. Aber es gibt hier wirklich gar nichts, was ich auch nur annähernd brauchen würde. Also wirklich gar nichts. Und das macht mich wütend, traurig und ein bisschen stolz, weil wir so einen guten Kader haben auch. Aber auf jeden Fall wütend und traurig.
Ja, Freunde, das Video ist jetzt nicht wirklich lang, wie schon gesagt, es ist schon verhältnismäßig spät. Ich will das Video nicht erst um 23 Uhr hochladen. Sollte keine Musik dahinter sein, ich habe es bereits angekündigt, morgen hoffentlich alles normal. Dann haben wir eh schon Wochenende und dann habe ich freie Tage, dann wird so richtig hardcore aufgenommen. Viren haben wir auch keine, das ist ja richtig gut. Und ich würde sagen, sollte euch das Video trotzdem gefallen haben und ihr mich lieb haben, dann knallt den Daumen fest nach oben. Nur so wird man euch loben. Dann könnt ihr auch noch abonnieren. Da wird nicht viel passieren, außer dass ihr ein Abo mehr habt. Ja, das war's. Bis dahin würde ich sagen, auf Wieder, tschüss, euer Spisyro.